hier in Chemnitz. Frühzeitig für die Sportlerinnen, muss man sagen, um 11. Aber das hat nur so eine Saisoneröffnung ja, in sich, dass man da mitunter mal ein bisschen früher aufstehen muss. Aber ich denke, die 6 Mannschaften sind ausgeruht, haben ja hier die Nacht, die letzte Nacht von Samstag zu Sonntag in Chemnitz verbracht. Also, wir freuen uns auf die Begegnung. Panthers Osnabrück gegen die Heli Girls Donau-Ries. Und ich bin, wie gesagt, nicht alleine heute, zu früher Morgenstunde. Freue mich ganz besonders. Die Mannschaftskapitänin Jana Heinrich von den ChemCats hier an meiner Seite begrüßen zu können. Bist du schon fit, Jana? Natürlich, 11 Uhr morgens, so früh ist es ja nun auch nicht, ne? Gut, habt ihr ja manchmal schon eine Trainingseinheit hinter euch. Genau. Tja, lass uns nochmal, bevor wir hier auf das Spiel näher eingehen, auf euren gestrigen Auftritt nochmal kurz zurückblicken gegen den deutschen Vizemeister. Ja, am Ende zumindest nicht zweistellig verloren, aber ja, mit einem gewissen kleinen Abstand. Ich denke, ihr wusstet, dass es die erwartet schwere Aufgabe gegen den deutschen Vizemeister werden wird. Die Mannschaft, wir wissen es alle, bis auf Lomax, ne, starke Amerikanerin, die sie dazugeholt haben, ja eigentlich komplett zusammengeblieben. Ihr hattet das, sagen wir, nicht das Problem, aber ihr standet vor der Aufgabe, neue Spielerinnen zu integrieren. Wie siehst du selber als Mannschaftsführerin die Leistung gestern? Ja, also ich denke, wir haben auf jeden Fall noch nicht alles gezeigt. Wir können noch viel besser spielen, als wir es gestern gemacht haben. Leider haben wir mit dem Druck von Freiburg nicht richtig umgehen können. Zu viele Ballverluste gehabt. Freiburg, sehr athletisches Team, sehr gutes Team. Wir haben uns ganz gut verkauft trotzdem, aber ich denke, beim Rückspiel können wir es noch ein bisschen knapper gestalten. Ich denke auch, da geht noch was. Das hat auch der Trainer Raul Scheidhauer dann im Interview gestern auch nochmal betont. Dann ist die Saison natürlich noch ganz jung. Ne? Da eine kurze Vorbereitungszeit liegt erst hinter euch. Ich denke, da ist noch über die Saison noch einiges von den ChemCats zu erwarten. Zumindest hat mir aber auf alle Fälle gefallen, die 4-9, die da gestern aufgelaufen sind, denke ich, könnten oder sollten eine echte Verstärkung sein. Zumindest haben sie schon angedeutet, wozu sie fähig sind. Ja, wir haben dieses Jahr einen sehr guten, sehr tiefen Kader vor allen Dingen. Also wir können durchwechseln, wie wir wollen und es kommen immer wieder sehr gute Spieler auch von der Bank. Und von dem her denke ich, auch die 4-9 haben sich super integriert und machen ihre Sache gut, ja. Und das hat man ja zumindest im ersten Viertel, also beim Start gesehen. Also ich habe gestern von einem Raketenstart der ChemCats gesprochen. Also da seid ihr mit im zweistelligen Punktebereich davongezogen. Also ich denke, du hast es ja selber gesagt, da können wir in dieser Saison, sagen wir mal, ein Team erwarten, das vielleicht die Fans da zu Hause oder die da mitreisen nicht so oft zittern lässt wie in der letzten Saison. Ja, also unser Ziel ist klar, Playoffs dieses Jahr. Und wir möchten mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Super, also das sind doch positive Aussichten und vor allen Dingen freut es uns und sicherlich den Trainer, die Mannschaft, dass so eine erfahrene Spielerin nach einem Jahr, wo die Seuche ne, einem verletzungsmäßig wirklich am Bein klebte, wie man so schön sagt, dass du wieder der Mannschaft zur Verfügung stehst mit deiner Erfahrung. Ich denke, da können wir uns freuen auf die ChemCats in dieser Saison 2011-2012. So, liebe Zuschauer, jetzt werden wir mal schauen, wie es sich gehört, auf die Mannschaftsaufstellungen beider Teams. Ziemlich laut hier bei uns in der Ecke. Das ist der Hallo-Wach-Effekt, so um 11. Man wird hier förmlich 2,5 Meter von uns entfernt wach getrommelt. Ich hoffe, der Junge hat gut geschlafen und hat noch die Kondition, dass er auch durchhält. Also, wir schauen auf die Heli Girls von Donau-Ries. Mit der Nummer 2. Natürlich blicken wir immer noch auf das Spielfeld. Also mit der Nummer 2 Amanda Rebo, mit der 5 Emily Wittmann, mit der 6 Dorothea Richter, die 7 Fanny Zittier, mit der Nummer 9 Carina Höck, die 10 Cori Berger, die 11 Nina Djokovic, die Nummer 13 Amber Sprague. Ah, wie wird sie ausgesprochen? Sprague. Sprague. Siehst du, da ist es gut, wenn man so eine fachkompetente Hilfe an der Seite hat. Genau, mit der 21 Jenny Sommer, die 22 Teresa Kutschera und mit der 50 eine weitere Amerikanerin Morgan Henderson. Und trainiert wird die Mannschaft von Donau-Ries von Patrick Bär. So, jetzt schauen wir auf die Panthers von Osnabrück. Mit der 4 Elena Knob, mit der 6 Lea Fatthauer, die 7 Nadja Mossum,
10, Sabrina Ochs. 12, Katharina Schulte Tobühne, ein schöner Name. 13, Emma Cannon, Amerikanerin. Dann die 15, Marisa Kopmann, die 22, Angela Pace, die 24, Maggie Dwyer und die 35, Katie Williams. Und der Trainer heißt Peter Kortmann. Und jetzt schauen wir uns das Geschehen an. Noch nichts passiert. Beide mit jeweils Möglichkeiten, aber die Null steht auf beiden Seiten. Da dürfen wir gespannt sein, wer hier die ersten Punkte erzielt in dieser Begegnung. Also anderthalb Minuten Uhr runtergelaufen, noch nichts Entscheidendes passiert auf beiden Seiten. Ja, wir haben gestern schon ein paar ordentliche Spielchen gesehen, wo es immer hin und her ging. Der Abstand beider Mannschaften ja immer eng gehalten wurde, also da konnte sich die eine noch die andere Mannschaft nicht wesentlich absetzen. Also wirklich spannende Spiele, auch für die Zuschauer, denke ich. War ja gestern auch schon ordentlich was los in der Halle. Ja, die Liga ist dieses Jahr wieder sehr ausgeglichen. Auch jetzt bei dem Spiel, Aufsteiger gegen etabliertes Erstligateam, denke ich trotzdem, dass es ein knappes Spiel werden wird, weil Osnabrück für einen Aufsteiger einen sehr, sehr guten Kader hat auch. Ja, und ich sehe auch, die Truppe ist ja auch mit, wenn ich das richtig sehe, mit 4 Ausländerstellen besetzt. Also, und da guckt man ja auch, wen man da ins Team holt. Ne? Ja. Halle hatte ein bisschen Ärger mit der Amerikanerin. Ne? Schien ein bisschen lustlos gewesen zu sein. Am Freitag angereist, da hat man sie gleich wieder nach Hause geschickt. Aber solche Entscheidungen muss man auch treffen. Wenn man sagt, man will eine Teamspielerin holen und das passt irgendwie nicht, man merkt es ja. Da muss der Trainer, wie es so schön heißt, doch mal die Reißleine ziehen, denn da geht es ja auch immer ein bisschen ums Geld. So, da haben wir die Osnabrücker mit 4 Punkten in Führung. Ja, man sieht jetzt hier auch schon, dass viele einfache Korbleger auch vergeben werden. Man muss dazu sagen, die Körbe hier in der Hartmannhalle sind sehr hart und es ist schon, wir hatten gestern auch nicht so die super Trefferquote. Ist ein bisschen schwierig hier, sagen wir es mal so. Das sagst du, wo du hier zu Hause bist. Na ja. Gut, ihr trainiert ja nicht so oft und spielt nicht so oft hier. Also wir spielen lieber in der Schlossteichhalle, aber hier für dieses Event mit der Größe ist natürlich schöner in der Hartmannhalle. Versuch mal von außen, aber leider nicht. Ja, da sieht man bei den Osnabrücker Damen auch viele großgewachsene Spielerinnen jetzt auf dem Feld. Osnabrück baut schon ganz schön den Vorsprung aus. Ja, sehr guter Start von Osnabrück. Maggie Dwyer gerade mit dem Dreier. Thank you.
Foul gesehen. Zu kurz. Ja, jetzt die Möglichkeit mal mit Honoris, oder ist sie erfolgreich? Ja, Morgan Henderson sollte man an der Dreierlinie nicht frei stehen lassen. Sehr gute Werferin. So, jetzt die Möglichkeit. Aber ja, der Versuch eines Fast Breaks, aber da war dann für Amber der Ball dann nicht mehr zu erreichen. Vielleicht geht's jetzt mal schnell. Ah, schöner Korbleger. Also. Naja, da sind sie dann auch verwundbar und verletzbar aus Osnabrück, wenn es dann mal schnell geht. Ah, schön aufgepasst. So, und jetzt die Möglichkeit. Aber schöner Rebound und dann der Ausgleich. So schnell geht's. Verunsicherung jetzt. Ja, probiert's nochmal. Und hat damit Erfolg. Amanda Rego, die Amerikanerin. Und prompt natürlich die Reaktion. Outside, genau. Genau. Peter Kortmann nach starkem Beginn seines Teams mit 7:0. Jetzt 7:9 hinten, muss reagieren und nimmt die Auszeit. Hatte mich vorhin ein bisschen vertan. Mit den großen Spielern habe ich natürlich Donoris gemeint vorhin. Ja. Da standen die längsten Geschosse, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber die längsten Geheimwaffen auf dem Feld. 1,90 Meter. Jenny Sommer. Amber. 95 sogar. Ja, dann hat der Gegner, wenn sie nicht so groß gewachsen sind, schon unterm Korb ein bisschen schwer. Vor allen Dingen die großen Spieler von Donauries sind ja auch alle sehr beweglich und schnell auf den Füßen. Und von dem her macht das umso schwieriger für den Gegner. So, es ist nochmal die Osnabrücker Mannschaft, die die Instruktionen des Trainers erhalten hat. Die ruhigste Ecke haben wir uns nicht ausgesucht heute hier. Aber ist trotzdem schön. Ne? Ihr braucht ja auch die Fans im Rücken, wenn ihr auswärts unterwegs seid. Da machen sich ja auch immer einige auf den Weg. Ja, ist natürlich wichtig. Und da kommt jetzt auch zu den Zuschauern zu Hause ein bisschen die Stimmung in der Halle rüber. Versuch eines 3-Punkte-Wurfes. Dann geht's auf der anderen Seite schnell. Und damit Ausgleich 9:9. Schön, Zuspiel. Aber gut gemacht gerade. Wieder. Der Versuch, Rebound, geklappt und jo.
Also auch hier wieder das typische Bild wie in den gestrigen Begegnungen. Keine Mannschaft schenkt sich hier was und deshalb auch der Spielstand 11:11. Also keine der beiden Truppen kann sich so richtig entscheidend absetzen in dieser Phase. Emma Cannon jetzt mit zwei Punkten hintereinander, zwei Körben hintereinander, sehr athletisch, wie ich das so sehe. Ich sehe die auch gerade das erste Mal spielen. Aber beim Rebound sehr präsent und unter den Körben. Ja, wenn sie auf dem Parkett steht, sehr auffällig. Das stimmt, auch in dieser Anfangsphase schon oft in Aktion zu sehen. So, jetzt die Auszeit auf der anderen Seite. Da sehen wir so in der dezenten Rückenansicht, aufgestützt auf die tiefer gebeugt, der Trainer Patrick Bär. Das sind die Leute, die uns hier zwei Meter neben uns das Leben musikalisch etwas auflockern an diesem Sonntagvormittag. Und nicht einmal in der Auszeit nehmen sie sich eine Auszeit. Dann geht's weiter. Mal schauen, ob sie mehr am Ende dann mehr Konditionen haben als die Mannschaft. Und die Mannschaft der Chemkids ist natürlich auch heute wieder als Zuschauer in der Halle, denke ich mal. Ja, heute können wir auch die Spiele ein bisschen mehr genießen zum Anschauen. Gestern waren wir den ganzen Tag in der Halle und haben nur auf unser Spiel gewartet, was das letzte war. Und da probiert man sich dann nicht zu sehr auf die anderen zu konzentrieren, sondern mehr seine eigene Spielvorbereitung zu forcieren quasi. Und heute können wir das genießen und uns in Ruhe mal die anderen Teams anschauen und ein bisschen hier und da mal reden. Man kennt ja auch den einen oder anderen. Genau. Ja. Dorothea Richter hat es da probiert, aber nix. Es bleibt beim 13:12. So, jetzt Osnabrück wieder im Spielaufbau. Das Zuspiel. Der Pace war nicht so optimal. Aber nichts passiert. Osnabrück hat den Ballbesitz und von außen der Versuch von Emma Kernan. Diesmal nicht geklappt. Was mir auch gestern schon aufgefallen ist, viele Mannschaften bevorzugen hier wirklich im Spiel die Manndeckung, also kaum eine Zonenverteidigung gestern gesehen. Also bei unserem Spiel gab es auf jeden Fall eine Zonenverteidigung. Ja. Aber im Moment, ja. Im Moment sieht das alles sehr Mann-Mann-lastig aus. Das ist faul und logische Folge, Freiwurf. Und damit natürlich die Möglichkeit für Donau-Ries den Abstand etwas zu verkürzen. Lea Hathauer zum Ersten. Nix. Und Nummer 2. Das war Doro Richter.
Punkte Vorsprung für die Mädels aus Osnabrück. Ja, und sie probiert es wirklich immer wieder. Zugestellt. Das müsste es eigentlich sein, jawohl. Na, kein Durchkommen. Das war jetzt schon das dritte Foul von der Nummer 35. Wird jetzt auch direkt ausgewechselt. Ist noch relativ früh für drei Fouls. Ja, Katie Williams ist das. Und erneut Lea Vertauer, die ja vorher die beiden Freiwürfe schon zugesprochen bekommen hatte. Nee, Dorothea Richter. Sorry. Ist in unserer Grafik durch die Spiegelung ein bisschen schlecht zu sehen für Sie. Also da steht nicht 17 zu 19, sondern 17 zu 13. Durchaus 13 Punkte. Kann man ein bisschen schlecht unten rechts erkennen. Das stimmt. Noch 5 Sekunden zu spielen. Genau, dann ist es das erste Viertel. Wir sehen, 2 Minuten Pause und dann geht's gleich weiter. Ja, diesmal etwas zu kurz für Maggie Dwyer. So, das erste Viertel ist passé. Ich denke, Führung 17 zu 13 für Osnabrück geht in Ordnung. Ja, ist ja ziemlich ausgeglichen noch. Also es geht ja im Basketball schnell hin und her. Ja, aber da haben sie die Mädels, die Haley Girls, Donna Ries, zumindest einen 7-Punkte-Vorsprung wettgemacht, haben sich wieder angekämpft und sind sogar in Führung gegangen. Und dann folgte ein offener Schlagabtausch und jetzt, wie gesagt, diese knappe Führung von 4 Punkten. Werden wir nochmal die Helios hier in der Großansicht sehen. Die Bank. Und jetzt hier nochmal von der Regie eingeblendet die Osnabrücker Mannschaft. Jano, es gab gestern auch viel Lob für die Ausrichtung, zumindest für den gestrigen Tag von den Mannschaften. Wir haben uns da mal umgehört. Seasons Open ist ja das erste Mal hier in Chemnitz. Ja, letztes Jahr war es, glaube ich, in Freiburg. Auch der Freiburger Trainer meinte, es ist mal schön, mal woanders hinzufahren und nicht den ganzen Stress der Vorbereitung zu haben und auch mal zu schauen, wie es andere machen. Und er fand auch lobende Worte für die Chemnitzer, die mit viel Engagement diese Hammond-Veranstaltung dieses Wochenende vorbereitet haben. Und an der Stelle auch nochmal dem Verein, den vielen fleißigen Helfern im Verein der ChemCats, den Sponsoren des Vereins nochmal vielen Dank, dass es bis jetzt so rund gelaufen ist. Und ich denke, der Sonntag wird auch nicht anders ablaufen wie der Sonntag, wie der Samstag. Von uns als Mannschaft auch nochmal Dankeschön. Vor allem an Andreas Wagner, unseren Vereinspräsidenten, der das alles, dieses Projekt quasi initiiert hat und in die Hand genommen hat. Und es ist unglaublich, wie viele Monate hier Vorbereitung. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen. Da wirklich jede Woche treffen, besprechen. Und also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es bis jetzt abläuft. Ja, das ganze Konzept schien ja auch dem Verband gefallen zu haben. Und dann in der Vorbereitung, man sieht es ja auch nicht zuletzt auch an den Programmheften, da steckt auch viel, viel Liebe ins Detail drin. Also da hat man sich wirklich auch bis ins Letzte vorbereitet. Ich denke, also eine runde Sache und auch Werbung für den Sport in Chemnitz.
ringsrum für dieses Wochenende. So, wir kommen aber wieder zu dem Geschehen auf dem Parkett. Die Heavy Girls jetzt mit der Möglichkeit. So, jetzt Dwyer, was macht sie? Spielt nochmal ab. Und da war noch ein Arm dazwischen von Fanny Sitia. Und die nächste Möglichkeit mit drei Würfen hier weiter davon zu ziehen. Nummer 1 sicher verwandelt von Nadia Mossung. Und der war ein bisschen gut. Verkürzt auf 16 zu 18. Ja, da haben sie in der Verteidigung gut gearbeitet. Die Mädels aus Donauries in der Aktion gerade. Oh, ja, schönes schön Zuspiel. Zugesteckt, ja. Genau. Leider wurde sie noch ein bisschen behindert beim Abschluss. Die Nadja Djokovic. Sonst ein perfekt vorgetragenes Spiel. Ja, was hat man da gesehen gerade? Da hat man wohl ein kleines Foul gesehen. Ich glaube, es ging um die 24 Sekunden. Ja. Ist auch möglich. Ja, da wollte Dorothea Richter das schlitzäugig machen, aber der Ball wollte nicht rein. Ja, sie wühlt aber auch, unwahrscheinlich. Oh, das sah nach einem sauberen Block eigentlich aus. Naja, ah, ja. Aber die Schiedsrichter haben auf der Gegenseite vorhin auch einen eigentlich sauberen Block als Foul gepfiffen. Muss man sich als Spieler ein bisschen anpassen dann. Aber sie wühlt auch, die Amerikanerin, die Emma Cannon. Ist wohl sehr unbequem, die jetzt zur Freiwurflinie geht. Und der erste sehr souverän. Hier ist sie nochmal eine Großaufnahme. Und auch der zweite. Und damit 20 zu 16. Oh je, das Bein einfach rausgestellt. Ja, schöner Zug zum Korb. Sehr spritzig. Tja, so kann man natürlich auch Fouls provozieren. Obwohl, sie wollte den Weg ja gehen. Man hat es gesehen nach dieser Körperdrehung. Ah, das war natürlich leichtfertiger Ballverlust. Blieb ja nichts anderes übrig. War gut herausgespielt, freier Dreier. Ja.
Zeit läuft runter. Wieder Maggie Dwyer. Ähnliche Situation wie gerade vor ein paar Sekunden. Aber das zweite Mal nicht getroffen. Leider knapp. Den musste sie nehmen, die Zeit war abgelaufen. Ja. Dafür war es noch ein ganz guter Wurf. Leider keiner beim Rebound. Ja, und der war zumindest drin. Jenny Sommer verkürzt, stellt einen 2-Punkte-Rückstand damit her. Nur noch 18 zu 20 aus Sicht von Donaris. Vorpfleger. Wirklich schöne Bewegung. Die Täuschung gemacht und noch den extra Schritt. Genau, Lea Vertrauen war das. Hatte aber auch den Platz dazu, nicht? Konnte ja dort richtig durchspazieren. Und Versuch des Dreiers. Aber guter Rebound. Bleiben im Ballbesitz. Dimitrios Donaris. Unter Bedrängnis. Sehr schön gemacht. Die Aktion von Amanda Rego. Ja, und diesmal klappt es für Maggie Dwyer. Da ist die große Bild, die Dame mit dem Stirnband. Ja, schönes Zuspiel. Aber Rebound. Zumindest zum ersten. Und Ballbesitz. Donaris. Ja, Donaris jetzt mehrfach offensiv Rebounds geholt. Da muss Osnabrück ein bisschen aufpassen und besser ausboxen. Ja. 24, 24. Wieder 2 Punkte für Donaris. Die hier bemüht sich, den Abstand von Osnabrück nicht größer werden zu lassen. Allerdings hier die nächsten Punkte eingehamst. So, noch gute 4 Minuten bis zur Halbzeit. Ja, eine kleine Foulbelastungsstatistik, also Osnabrück mit 2 Fouls mehr, 3. Eine Spielerin, die steht bei uns gar nicht auf dem Spielbogen, zumindest bei mir nicht hier. Mit der 35 und mit 3 Fouls. Katie Williams, genau. So ist es. Aber bis jetzt ein wirklich schön anzusehendes Spiel. Beide Teams probieren schnell zu spielen, nehmen in der richtigen Situation dann auch mal das Tempo raus und spielen geduldig. Ja, wirklich nettes Spiel und ausgeglichen, und ich denke, das wird auch bis zum Schluss so bleiben. Ich hoffe es auch ein bisschen, ein bisschen knappes Spiel sehen. Ja.
gerade. Aber im Rebound Glück gehabt. Und der nächste Versuch, fast die gleiche Situation wie zuvor. Schön gemacht, diese Finte. Oh, da belohnt sie sich selbst. Amanda Rego. War ein schöner Spielzug, nicht? Ja, auf jeden Fall. Klasse. Schöne Drehung. Amanda Rego hat jetzt die letzten Minuten so ein bisschen mehr die Regie übernommen. Und es scheint so, dass sie punkten kann, wie sie möchte im Moment. Und ja, auch sehr gute Passgeberin, einfach super Aufbauspielerin. Ja, und hat so einige Finten schon gezeigt hier. In dieser Partie, in diesem Spiel. Schön anzusehen. War gestern auch nominiert als Spielerin des Jahres. Hat dann nicht gewonnen, aber war unter den besten dreien auf jeden Fall. Ja, und das zeugt schon, allein das zeugt schon für Qualität. Oh, schöner Pass. Ja, haben Sie es wieder gesehen. Unten durchgesteckt. Super. Mit Foul reingemacht, Doro Richter. Ja, und dann die Möglichkeit, über die Freiwürfe noch was für den Punktestand zu tun. Und jetzt 26 beide. Genau, gibt es diesen Bonuswurf noch dazu. Und die Möglichkeit, in Führung zu gehen durch Dorothea Richter. Jawohl. 27, Donau-Ries, Osnabrück 26. Also es geht hin und her, liebe Zuschauer, Sie sehen es. Also keine Mannschaft kann sich so richtig absetzen. Das ist sicherlich auch so richtig nach dem Geschmack des Publikums hier. Schön dazwischen gegangen, aber dann doch wieder Ballverlust. Ja. Und Donau-Ries, Ballbesitz. Ja, schön. Ball noch behaupten können, aber er will nicht rein. Donau-Ries arbeitet sich immer wieder zweite Wurfchancen durch Offense Rebounds. Aber wie gesagt, es ist schwierig in der Halle hier mit den Körben. Tja, Maggie Dwyer wurde dort ein bisschen gefault. Deshalb die beiden zwei Freiwürfe. Ja, war eins sicher. Jetzt wieder Ausgleich. Spannend, aber bleibt erfolgreich. Also wieder am Ball, Amanda Rego. Schauen, was sie jetzt wieder macht. Einwandfrei dieser Pass. Super Auge für die Mitspielerin. War es schon schön, ihr zuzuschauen. Zieht auch manchmal zwei Spielerinnen auf sich. Ne? Und dann im entscheidenden Augenblick kommt dann der Pass zur Gegenspielerin. Thank you.
und so weiter. Aber Rebound passt auch in dieser Phase. Ah, ne, kriegt sie nicht mehr. Ja, Osnabrück jetzt mit zwei Turnover hintereinander. Leichtfertig den Ball weggegeben. So, die letzte Spielminute vor der Halbzeit läuft. Auch der Führung für Donau-Ries mit einem Punkt. 29 zu 28. Ja, bisschen, zumindest ein bisschen Glückwunsch von der 3-Punkt-Linie, aber egal. Dann wird es eben ein Zweier. Weil das Offensiv-Rebound bislang gut funktioniert unter dem Korb von Osnabrück. Und damit jetzt 3 Punkte vor. Und jetzt nur noch einer. Schöne Bewegung da im Post-Up. Drei Sekunden, jetzt muss der Abschluss kommen. Und da war's. Der wird noch gegeben. Also, 33, oder? Wird er noch gegeben, ja. Gut, dann freuen wir uns nach der Halbzeit wiederzusehen. Ich gebe erstmal ab zur Werbung, also bis dann, bleiben Sie dran. Richtig spannend und klasse hier in den letzten drei Wochen. Viel Spaß beim Tag.
liebe Zuschauer, da sind wir wieder auf unseren Plätzen. Beide Mannschaften, zumindest Osnabrück sehen wir. Die Starting Five schon wieder auf dem Parkett. Also, Halbzeitstand. Osnabrück 30. Hedy Girls, Donau Ries 33. Hier sehen wir nochmal die Hedy Girls, wie sie sich auf das dritte Viertel noch einmal einschwören. Also eine schöne, abwechslungsreiche erste Halbzeit haben wir gesehen, Jana, mit einigen ja, sehenswerten Aktionen beiden Seiten. Ja, dem stimme ich zu. Also macht Appetit auf mehr. Und festlegen wollen wir uns hier gar nicht, wer hier am Ende als Sieger das Parkett verlässt. Also alles noch offen in dieser Begegnung zum Season's Opening hier in Chemnitz in der Richard-Hartmann-Halle. Und auf geht's. Osnabrück. Ballbesitz. Wieder schön nachgegangen, den Offensive Rebound eingesammelt. So, und die Amerikanerin Emma Cannon hat jetzt die Möglichkeit, an Donau Ries etwas heranzukommen. Die Hälfte der Miete ist eingefahren. 31, 30 und damit nur noch 32, 33 Aussicht von Donau Ries. Ballgewinn von Angela Pace und jetzt wird sie geblockt auf der Gegenseite. Aber Ballbesitz bleibt bei Osnabrück. Ja, da hatte Amanda Rego Probleme gehabt, da unter dem Korb von Osnabrück die Anspielstation zu finden. Eine seltene Aktion von ihr. Jetzt ist sie wieder im Vorwärtsgang. Schöner Pass. Und dann der Abschluss von Morgan. Also, amerikanisches Duo erfolgreich in dieser Aktion. Ah, wieder schön Rebound für Donau Ries. Und von außen versucht es Henderson. Klares Offensivfoul hier. Ja, hatte sie die Melanie Knob einfach in die Gegenspielerin reingerannt, rumgestoßen. Tippt da mit ihren langen Armen den Ball noch ins Aus. Ja, das ist ja aufgepasst. Engine Pace. Bei dem Zuspiel.
Zeit läuft langsam runter. Ja, zu kurz, aber ein Rebound abgeholt. Und sehr schön abgeschossen, Dorothea Richter. Zum 37 zu Turnreisen. Also, Donau Ries erwischt hier den besseren Start. Nina Djokovic runter. Break. Wechsel bei Donau Ries. Ja, und diesmal erfolgreich Katie Williams. 3 Punkte. 35, 37. Schön gemacht von Amber Strike. Amber Sprague muss aufpassen, hat auch schon 3 persönliche Fouls. Daher sehen wir sie groß im Bild. Damit hat sie ihr 4. eingesammelt. Doch schon 4. Ja. Und das ist für so eine wichtige Spielerin im Team, so kurz nach Wiederbeginn, nach der Halbzeit. Nicht gerade von Vorteil. Osnabrück erfolgreich von der Freiwurflinie. Kämpft sich wieder auf 2 Punkte heran. Schöne Aktion von der Amerikanerin, von Morgan Henderson, hier große Bild zu sehen. Ja, diesmal Rebound, Offensiv-Rebound geklappt und Osnabrück belohnt sich mit 2 weiteren Punkten. Stelle die Emma Cannon. Und jetzt durch diese 2 tollen Aktionen gleich wieder der Ausgleich. 41 beide. Auch wieder der herrliche Pass von Amanda Rego. Jetzt
Rebound-Verhalten etwas besser ausgeprägt bei Osnabrück. Auch jetzt hier das Offensiv-Rebound. Gehen Sie ein bisschen konzentrierter zu Werke als vor der Halbzeit. Ja, im Moment sammelt Osnabrück davon die Offensive-Rebounds ein, wie sie wollen. Oder eher wie die kennen möchte. Ist ja fast eine One-Woman-Show hier. Ist ja immer eine und dieselbe Spielerin, ja, die da hinlangt. So, Auszeit. Also Osnabrück hat sich danach der Halbzeitpause wieder rangekämpft. Fanblock der Wasserburger eingeblendet gesehen, ganz groß. Die bilden ja am heutigen Sonntag den Abschluss, 16.30 Uhr im Spiel Halle gegen Wasserburg. Auszeit ist zu Ende, es geht weiter. Beim Stand von 41, beide. Und Möglichkeit für Osnabrück von der Freiwurflinie die erneute Führung zu übernehmen. Nummer 1 passt. Nadja Mottum. Und wieder dieser Offensiv-Rebound. Wieder. Unglaublich. Hat sie wieder den Rebound geholt. Unterm eigenen Korb. Die Dame jetzt am Ball ist mit der 22. Missverständnis beziehungsweise durch Henderson noch gestört. Ich glaube, die Nadja Mossong hätte da gern einen Foul gesehen. Aber Schiedsrichterin stand ja nicht weit entfernt. Also ein Punkt Vorsprung für Osnabrück, 44 zu 43. Der Möglichkeit. Vertan. Und jetzt war die Möglichkeit zum Fast Break, aber dann doch
wieder gewartet, bis sich alles sortiert und wieder Henderson. Da ist Trailer eingelaufen. Schöner Pass, guter Abschluss. Und schon dreht sich das wieder an der Anzeigetafel. Donaris wieder ein Tor. Und da kriegt sie auch ihre Strafe. Den Morgan Henderson noch diesen Foul, damit ihr zweites persönliches. Ja. Und Emma Cannon steht an der Freiwurflinie. Ja, eine sehr gute Schützin, wie wir schon in den ersten beiden Vierteln sehen konnten. Optimale Ausbeute, bislang alle versenkt. Die letzten 40 Sekunden laufen jetzt runter hier in diesem dritten Viertel. Ja, und jetzt klappt es auch mit dem Rebound besser bei Osnabrück. Auch unter Bedrängnis. Zwei Mann hatten sie da in der Mache. Ja, dafür ist Angela Pace bekannt. Das hat sie schon letzte Saison in Leipzig gezeigt, dass sie sehr gut zum Korb ziehen kann, auch gegen mehrere Leute. Ja, und jetzt leicht abgesetzt mit 3 Punkten. Die letzten 10 Sekunden laufen also Osnabrück jetzt 3 Punkte vor, 48-45. Das ist hier die letzte Aktion in diesem dritten Viertel. Ja, und da ist sie wieder da. Die Angela Pace unterm Brett. Also, schön gesteigert, die Amerikanerin in diesem Spiel. 48-45 führt Osnabrück gegen die Helene Girls. Donauries. Aber alles noch offen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Donauries natürlich das erfahrenere Team, spielt auch schon länger zusammen. Aber ich denke trotzdem, dass Osnabrück hier eine gute Chance hat, das auch vielleicht zu gewinnen. Ja, bis auf den Anfang, bis auf den Start in diese Begegnung, war es ja immer in den bislang gespielten 3 Vierteln ziemlich eng, also keine Mannschaft konnte sich so richtig deutlich mal absetzen. Ich denke, da pflichte ich dir bei. Das wird noch eine ganz spannende Begegnung bis zum Abpfiff jetzt in dem letzten Spielabschnitt. Da sehen wir nochmal die Mannschaft von Donau-Ries. Jetzt der Anordnungen vom Trainer von Patrick Bär bekommt diesen letzten Spielabschnitt. Und unten rechts die Panthers aus Osnabrück. Und auf geht's. Der letzte Abschnitt wartet. Wenn diese Begegnung dann vorbei ist, erwarten uns dann noch 2 weitere. Rothenburg gegen St. Louis und den Abschluss dieser Saisoneröffnung bildet dann die Begegnung Halle gegen Wasserburg. Genau. Ja.
Freiwurf. Das ist schon ein Schlitzohr, diese Amanda Rigo. Auch von der Freiwurflinie bislang sehr sicher. Ja, hat man es gesehen. Kein Problem. 48 beide. Auch wieder Schwimmtrainer. Guckt sie ein bisschen ungläubig. Ja, in Amerika ist das kein Schwimmfehler. Die Emma Cannon. Will sie nicht richtig verstehen? Ja, bei Europa muss man erst dribbeln, dann darf man den Schritt setzen. Und wieder zieht sie zum Korb, wird noch ein bisschen behindert. Und bekommt ihren Freiwurf. Erneut. Amanda Rigo. Beim Stand 48 beide. Oh. Da geht er mal nicht rein. Aber im zweiten Versuch. 59. Donaries. Auch mal eine Zonenverteidigung. Ja. Ein bisschen mehr Platz. Aber wirklich einfacher. Wieder offensiv Rebound durch Emma Cannon und dann macht sie es noch selber. 50 zu 49. Würde mich am Ende des Spiels wirklich mal interessieren, wie viele Rebounds die Cannon eingesammelt hat. Ja, aber auf beiden Seiten, nicht? Offensiv und dann in der eigenen Defensive. Also sie ist ja unter dem Korb dann immer zu finden und arbeitet und wühlt und bleibt meistens Sieger. So, Katie Williams. Weggestoßen, kriegt sie auch ihr Foul. Natürlich auch clever in der Verteidigung von Doro Richter gemacht. Ein bisschen Schauspielerei ist ja immer mit dabei. Ne? Und damit Emma Cannon, ihr viertes persönliches Foul. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen in den letzten verbleibenden 7,5 Minuten. Oh, ein schönes Ding. Ganz wichtig. 3 Punkte eingesackt. Dorothea Richter war das. Und wieder unglaublich, diese Emma Cannon. Erst Offensiv-Rebound geholt und dann noch 2 Punkte besorgt. Hält ihre Mannschaft hier allein im Spiel. Ja. 52 beide. Also es bleibt spannend. Bis in die letzte Spielminute. Auch schön gemacht. Penny Zitter. Schöner Spielzug. Schnell umgeschaltet, Fastbreak gelaufen. Ja, und diese 1,90 Meter große Jenny Sommer, die jetzt die
zwei Punkte beigesteuert hat. Mit ihrer Körpergröße natürlich hat sie da einen kleinen Vorteil am Korb. Und prompt kommt natürlich die Auszeit von Peter Kortmann. 4 Punkte ist Donau Ries jetzt erst einmal wieder davongezogen. Also ich denke, wir können uns da noch auf gute 6 Spielminuten gefasst machen. Hier ist noch nichts entschieden, trotz einer 4-Punkte-Führung für die Mannschaft der Heli Girls Donau Ries. Ich denke, so leicht lässt sich die erfahrene Osnabrücker Mannschaft hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Schön zugespielt, aber wieder war die Hand dran. Schöner Block von Angela Pace. Deutlich kleiner, aber sehr, sehr athletisch. Kann sehr hoch springen. Ja, vor allen Dingen gegen Jenny Sommer. Die 1,90 Meter große Spielerin von Donau Ries. Ja, der wollte nicht rein. Der Wurf von Dorothea Richter sprang wieder raus. Oh, ja. Hätte man auch vorher schon das Foul pfeifen können? Ja, haben sie. Haben mehrere Arme reingegriffen. Richtig in die Zange genommen. Zu hoch angesetzt ans Brett. Der muss natürlich dann rein. Ja. Das ist natürlich bitter, wenn der daneben geht. Wenn man schon mal so frei unterm Korb ist. Oh ja. Und fault dann noch aus dem Liegen heraus. Unterbricht so mit dem Fast Break. Zu 52. Schön zugesteckt von Djokovic. Ja, der war schon draußen, sagt die Schiedsrichterin. Zumindest 2 Punkte
herbeigesteuert. Immer noch 4 Punkte Vorsprung für Donoris. Physikalisches Gesetz, wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. Wenn man sich ein bisschen gegenseitig da behindert. Dorothea Richter lag da am Boden. Und es geht weiter mit Donoris. Ohne Probleme beim Abschluss dieser Aktion. Ja, schön gedacht, das Zuspiel da. Erkennen, aber aufgepasst. Das kostet wertvolle Zeit. Und dann abgepfiffen. 3 Minuten haben wir noch. Gut, 3 Minuten. Und 6 Punkte Vorsprung für die Edigirls Donoris. Diesmal aufgepasst im Rebound. So. Und das war das Foul für Angela Pace. Nein. Keins. Sorry. Osnabrück nimmt nochmal eine Auszeit. Peter Kortmann, da sehen wir ihn mit der Tafel in der Hand. In der Rückenansicht wird sein Damen noch ein bisschen was erzählen für die letzten gut 2,5 Minuten. 6 Punkte Vorsprung, ne? Ja, das wird jetzt schwierig für Osnabrück, weil Nördlingen ist da schon so abgezockt, ich glaube, die verwalten den Vorsprung. Wir schauen mal. Alle machen wirklich ein gutes Spiel. Tja, Amber's Break von Donna Reese mit 4 persönlichen Fouls. Und Emma Cannon, also beide Spielerinnen mit der Nummer 13. Das sind ja für beide Teams wirklich wichtige Spielerinnen. Sprague ist auch nicht auf dem Feld jetzt, aber Jenny Sommer ist dafür auf der Center-Position und macht ihre Sache eigentlich sehr gut, die letzten Minuten. Das war die Ausbeute. 1 Punkt, 61 zu 54 für Donoris. Und Osnabrück muss was tun. Wollen sie diese Begegnung noch umbiegen? Zumindest. Das Dwyer. Sie mit 2 Punkte Ball gesteuert. Ja.
haben begonnen. Schrittfehler. Natürlich bitter aus Sicht von Osnabrück. Ein bisschen Peter Kortmann nach der Entscheidung. Schrittfehler gegen Angela Pace. Auch noch schönes Zuspiel wieder. Fernanda Rego. Und jetzt läuft natürlich die Zeit gegen Osnabrück. Und wieder ein Punkt gesammelt. 69 zu 56. Und ich leg mich jetzt schon mal fest, also 1,5 Minuten. Ja. Es wird eng, obwohl jetzt nochmal ein paar Punkte gesammelt worden sind. 59, also nach diesem Dreier. Aber 10 Punkte Vorsprung. In 1:10. Und ich denke, da werden die Mädels, die Haley Girls, so clever sein, sich hier nicht mehr den Sieg wegnehmen zu lassen. Zumal es wieder einen Foul gegeben hat. Sabrina Ochs hat das kassiert. So, Amanda Rego. Auch ja. Schon gesagt, eine sichere Schützin, obwohl sie vorhin mal einfach daddelt hat, kann jetzt seiner oder ihre Mannschaft noch ein Stück weiterhelfen. Oh, oh, der ging ja ins Nix. Da muss sie selber lachen drüber. Oh, das ist ihr, glaube ich, auch noch nie passiert. Er ist verhungert. Wer weiß, wie das Frühstück aussah. Und so sehen die aus, die Amanda Rego natürlich in den Kopf stoppt. Also, kleiner Fehlversuch, kann passieren. Und da liegen auch schon ein bisschen die Nerven blank bei Osnabrück. Also so ein eklatantes Fehlspiel, ein Fehlpass. Sekunden laufen hier runter. Und ich denke, die Partie ist entschieden. Und da wird trotzdem noch mal gekämpft um jeden Ball. Morgan Henderson kriegt der Schiedsrichter noch eine mit. Kleinen Klaps auf den Hinterkopf. Zur deutsch-amerikanischen Freundschaft bei, denke ich. Jana Heinrich neben mir muss auch lachen. Nette Geste, oder? Ja. Manch einer reagiert ein bisschen anders, ne? Sieht man so jetzt nicht so oft. Weil der Schiedsrichter hat es, glaube ich, nicht krumm genommen. Ja, vielleicht war das ein kleiner Dankklaps an den Schiedsrichter. Man weiß es nicht, wie man das werten soll, aber es sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Beim Fußball oder anderen Sportarten wird da möglicherweise eine kleine Tätigkeit draus gepfiffen gegen den Schiedsrichter, aber er hat es ja selber wahrscheinlich auch nicht so verbissen gesehen. War nett anzuschauen. So, die letzten 24 Sekunden beim Spielstand von 59 für Osnabrück und 64 für die Donau Ries Haley Girls. Punkte Vorsprung sollte eigentlich reichen, wenn wir noch mal groß hier Osnabrücker Trainer Peter Kortmann sehen, der natürlich noch das Unmögliche hier versucht, möglich zu machen mit seiner Mannschaft. Ja, noch keine Mannschaftsfouls, deswegen gutes Foul. Einfach den schnellen Angriff unterbrochen. Ja, was wollen sie auch anders machen? Jo, jetzt spielt die Zeit natürlich für die Haley Girls.
zwar nochmal den Ball verlieren. Einwurf bekommen und es gibt noch einmal das psychologische Spiel kennen wir. Noch einmal eine Auszeit und schauen Sie auf die Uhr. Nicht mal 5 Sekunden stehen dort an der Anzeigetafel. Ich denke, noch eine Aktion wird es geben. Und dann ist das erste Spiel des heutigen Sonntags hier in der Richard-Hartmann-Halle auch Geschichte. Beide Mannschaften können sich in die inoffizielle Tabelle des ersten Spieltages vorerst einsortieren. Komplettiert, wie gesagt, wird das Ganze heute Abend mit dem Spiel Halle gegen Wasserburg. Dann wissen wir, wie dieser erste Spieltag komplett dann aussieht. Ganz genau sehen Sie oben in der Mitte die Anzeigetafel. 4,7 Sekunden. Osnabrück wird nochmal den Ball bekommen. Jetzt Angela Pace. Oh, macht nochmal einen Dreier. Wahnsinn. Das ist ein schneller Foul, aber 0,4 Sekunden. Also. Es ist noch möglich, ja. Es ist noch möglich. Maggie Dwyer macht es nochmal richtig, richtig spannend. Also unsere Prognose ist fast aufgegangen, es bleibt spannend bis zuletzt. Also wenn jetzt nur ein Freiwurf reingeht und die Osnabrücker noch einen Dreier schießen. Das wäre natürlich ein Ding. Aber das müsste ein ganz schneller Tipp sein. Also, Morgan Henderson. Oh. Also. Aber wenn sie vorbei wirft, ist es glaube ich auch vorbei. Der erste Matchball verspielt. So, jetzt Nerven bewahren, Morgan Henderson. Ja, wirft mit Absicht vorbei. Oh, aber das wird auch als absichtlicher Fehlwurf gewertet. Oh, jetzt könnte es doch nochmal interessant werden. Gleich geht's in die Verlängerung. Wir schauen. 14 Sekunden. Und jetzt. Ah. Abgepfiffen. Und das war's. Da war eigentlich keine Zeit mehr für noch ein Dribbling. Naja. Das war's. 64 zu 62 gewinnen die Heli Girls gegen Osnabrück. Da sehen wir strahlende Gesichter der Mannschaft von Donau-Ries, die Heli Girls. Also haben es ganz schön spannend gemacht, beide Teams. So, dann Jana Heinrich, ich bedanke mich, ja, dass du uns hier unterstützt hast. Ich wünsche dir jetzt noch zwei schöne Spiele im Kreise deiner Mannschaft. Mit vielleicht den ersten Erkenntnissen für den zweiten Spieltag. Dann für euch alles Gute in der Mannschaft. Und ich bin mir ziemlich sicher, da können wir in dieser Saison einiges von euch erwarten. Also bleibt alle schön gesund. Vor allen Dingen geht das an dich, für eine schmerzliche Saison hinter dir hattest, wo du nur Zuschauer warst. Also, bleib gesund, alles Gute, vielen Dank fürs Kommen und wir geben erstmal ab zur Werbung. Machen Sie